Die beiden wichtigsten Trends in der Sportartikelbranche, so wie in vielen anderen Branchen. Das erste die Nachhaltigkeit und das zweite der Trend der Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist jetzt so, dass die Sportartikelbranche sowieso permanent Innovationen bringt und sich immer wieder auf Neues einstellen muss. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch die Nachhaltigkeit dann in ihre Produkte einbauen werden über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und der zweite, Digitalisierung. Auch die Marketingleute in der Branche, in der Sportartikelindustrie sind so, dass sie natürlich flexibel sind. Wie bringe ich jetzt als Industrieunternehmen meine Produkte dem Endverbraucher näher? Und das wird halt immer digitaler. Dazwischen steht immer noch der Händler und hier wird es Konzepte brauchen, wo man die Industrie mit dem Handel gemeinsam den Endverbraucher abholt. Im Moment sehen wir 3 große Entwicklungen. Das eine ist natürlich das Thema Fahrrad, wo es nicht nur um Freizeitgestaltung geht, sondern natürlich auch Mobilität im täglichen Leben in Zeiten einer Pandemie. Der zweite große Bereich ist der große Bereich von Outdoor. Das heißt, jetzt, wo viele Leute einfach wenig oder gar nicht raus konnten, sehen wir oder erwarten einen relativ großen Run auf den Bereich Outdoor. Mit all den Facetten im Bereich Outdoor. Und der dritte Bereich, den konnten wir vor allem das im Lockdown sehen, aber wir glauben schon, dass das auch weiterhin steigend ist, der Bereich Fitness, Home Fitness, das heißt Geräte, um zu Hause auch sich fit zu halten. Diese 3 Bereiche werden 2021 weiter steigen.